Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Recycle, der Müllabfuhrsimulator. Im vorherigen Teil, da haben wir unsere erste Tour mit dem Müllwagenkran erfolgreich abgeschlossen. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass wir an dem einen Müllplatz, den wir besitzen, noch was ändern werden. Da würde ich sagen, machen wir weiter und nehmen jetzt direkt mal die Änderung vor. Dazu gehen wir hier in den Managementbereich und dann unter Müllplatz. Und zwar besitzen wir ja den Müllplatz Kleine Brücke. Und da haben wir zwei Restmüllcontainer aufgestellt, die wir montags leeren. Und als wir ja da waren, waren die beiden Container ungefähr zusammen 1,5 Tonnen voll. Also wahrscheinlich ungefähr 75% voll, also fast ganz voll. Und ich habe mir überlegt, dass wir erstmal an den Müllplatz Kleine Brücke überall an jede Position, die hier geht, das heißt insgesamt 6-mal einen Restmüllcontainer hinstellen, also 6 Restmüllcontainer dahinstellen und dann erstmal die Leerung bei montags lassen, also nur montags dann immer da den Restmüll leeren, aber dafür halt hier 6 Restmüllcontainer haben. Deswegen kaufen wir gerade nochmal 4 Stück. Na, das waren zu viele, nein, wir wollen keine 95. So, 4, so, 1200 kostet es, 1200. Und dann stellen wir die gerade mal da auf. Und dann ist das erstmal ein Müllplatz, wo wir nur Restmüll leeren. Wunderbar. Na, komm, der letzte auch noch. Geht es nicht? Doch. Wunderbar. 6 Restmüllcontainer. Vielleicht machen wir auch andere Müllplätze, wo wir dann nur Plastikmüll leeren oder so. Weil ich kenne das auch. Hier bei mir ist es so, dass zum Beispiel an Müllplätzen entweder nur Glas ist. Oder dann sind da irgendwie 3, 4 Papiercontainer oder sowas. Und es ist nicht so, dass dann ein Glascontainer, ein Restmüll und so, das ist eher selten, beziehungsweise das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich kann mich nicht erinnern an irgendwie so einen Müllplatz. Also meistens war es so, dass dann entweder nur Papier oder sowas da war. Und deswegen machen wir es wahrscheinlich jetzt auch immer so, dass wir an einem Müllplatz entweder 2 Müllsorten oder nur eine Müllsorte machen. Und hier machen wir jetzt erstmal nur Restmüll, weil den Plastik- und Papiermüll können wir eh noch nicht entsorgen. Und da sollte montags erstmal reichen. Wir können ja gucken, wie... Da wollen wir noch eine zweite Leerung. Komm, wir machen noch eine zweite Leerung am Donnerstag. Und dann gucken wir einfach mal, wie voll der Müllplatz ist, um dann zu entscheiden, ob wir nur montags leeren oder auch noch donnerstags. So, soweit so gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch am Montag schon alles erledigt. Genau, kleine Brücke. Gut, das müssen wir jetzt ja nicht mehr machen. Die sind ja jetzt schon leer. Haben wir gerade hingestellt, die nächsten Container. Dann können wir umschalten zum Dienstag. Was steht auf dem Tagesplan? Ganz schön viel. Wir haben ja auch die neue Straße, die lange Straße. Da haben wir nämlich jetzt hier unten in... Das muss erst weg. So, jetzt. Haben wir jetzt hier ja auch die Straße. Da haben wir hier unten das ganze Gebiet schon abgedeckt. Haben wir da schon alle Routen, die da möglich sind. Ne, wobei eine fehlt noch, die Blumenstraße. Dann haben wir hier unten das ganze Gebiet. Also alle Routenlizenzen für das Gebiet. Also es steht einiges an. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt auch selber... mal hier unten die Strecke wieder. Oder wobei... Lass uns mal die lange Straße fahren, die neue. Und den Rest müssen wir entscheiden, ob wir es machen. Wir schicken aber erstmal einen Autopiloten los. Wir haben 61.000 Euro. Ich überlege gerade... Ne, neues Müllauto können wir uns nicht leisten, weil wir brauchen ja für Mittwoch, da haben wir hier den Biomüll. Brauchen wir das ja. Gucken wir gerade mal, wie voll die Tonnen Biomüll sind. Boah, das geht eigentlich voll. Die sind ja eigentlich noch relativ leer. Also ihr seht, der Restmüll wird deutlich schneller voll als der Biomüll. Ja. Ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht am Donnerstag die Leerung hier wegnehmen. Lass uns die mal wegnehmen und hier mal 2 an der Schnellerstraße jeweils leeren. Das machen wir beim schattigen Fleckchen auch. Und dafür machen wir vielleicht mal Biomüll am Donnerstag, weil das ist jetzt hier... Weil die Biomülltonnen sind immer noch so leer... Genau, dann haben wir nämlich überall, haben wir am Dienstag nur Restmüll, Donnerstag nur Biomüll und samstags nur Restmüll. Dafür halt hier 2 Tonnen. Und hier halt auch einmal 2 Tonnen. Gucken wir mal, ob das so geht. Wenn nicht, müssen wir uns da ein bisschen was anderes überlegen, dass wir nochmal eine 2. Tonne hier bei schattiges Fleckchen, beziehungsweise einen 2. Container hinstellen. Aber ihr seht, der Biomüll wird so langsam voll. Das lohnt sich einfach nicht, dass wir jetzt morgen dann schon fahren. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir bei Biomüll maximal einmal pro Woche fahren, so wie es aussieht.
Das heißt dann immer donnerstags. Und dann haben wir, nach einer Woche sollten die Tonnen auch wieder so gut wie voll sein. Und wenn sie doch mal ein bisschen schneller voll werden sollten, können wir bei manchen Straßen ja auch zwei Container bzw. zwei Mülltonnen hinstellen. So, jetzt legen wir mal los. Wir müssen jetzt mal die Kollegen losschicken. Die fahren. Der Arbeiter muss da erstmal raus und da kommen wieder drei rein. Weil das Auto brauchen wir ja nicht. Wir könnten jetzt auch rein theoretisch eigentlich beide Müll. Stimmt, wir könnten ja beide mit dem Autopiloten losschicken, weil wir ja das eine Fahrzeug dann noch hier haben, was wir dann fahren würden. Stimmt. Weil ein Fahrzeug muss man ja immer selber fahren. Alle Fahrzeuge, bis auf ein Fahrzeug, das man besitzt, kann man ja per Autopilot losschicken. Sagen wir, die sollen jetzt mal. Fahrt mal bitte die 24. Straße. Zur Hochlandhöhle, genau. Und Autopilot. So, wir fahren mit dem Großen einmal rein und Action. Vielleicht können wir da dann auch mal den Autopiloten drauf machen und sagen, genau, dem Autopiloten, hier den Autopiloten fahren lassen und dann genau auf der Mülldeponie dann arbeiten oder so. Aber wir fahren jetzt mal die lange Straße, also die neue Route, die wir gekauft haben. So, geht's einmal hier um die Kurve und da sollte gleich die erste Tonne stehen. Folgen wir gerade mal den Kollegen. Ah ne, die lange Straße ist ja da vorne am Bach, am Fluss. Bach. Dafür ist der ein bisschen zu groß für einen Bach. Also am Fluss da entlang geht der ja hier. Dann da vorne rein. So, Kollegen, ja genau, schön anhalten. Wir wollen ja hier keine Strafe zahlen. So, Müllautokolonne. Mal gucken, wo die Kollegen hinfahren. So, jetzt haben sie auch erkannt, dass es grün ist. Die fahren links lang, okay. Ja, die müssen ja zur 24. Straße. Wir fahren jetzt hier erstmal rechts, weil da rechts auch noch Leute wohnen und da auch noch Müll entsorgt werden muss. Und hier bei der Straße müssen wir aufpassen, weil da hinten wird geblitzt. Hier dürfen wir nur 40 fahren. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, wo haben wir sie denn, die erste Mülltonne? Da steht sie. Und wenn wir das mit dem Biomüll dann machen, werden wir dann auf jeden Fall erstmal probieren, ob wir vielleicht auch mit den normalen Müllautos den Biomüll lernen können oder ob wir dazu speziell diesen Biomülllaster brauchen. Aber wahrscheinlich werden wir uns auch mal den Biomülllaster auch irgendwann mal kaufen. Also wenn wir mit den Autos das hier den Biomüll lernen können, dann brauchen wir den Biomülllaster eigentlich nicht. Aber trotzdem gehe ich mal davon aus, glaube ich mal, dass wir uns den dann vielleicht doch mal auf jeden doch mal was dass wir uns dann vielleicht doch mal den Biomülllaster kaufen, auch wenn wir den nicht unbedingt brauchen, aber das sehen wir ja dann, ob wir den brauchen oder nicht, ob wir dann auch mit den Standardmüllautos, sage ich mal, oder mit dem speziellen Biomülllaster den Biomüll leeren müssen. Gucken wir dann mal. So, du auch bitte hinten drauf. Es geht weiter nach da hinten wieder. Wir drehen einmal hier in der Einfahrt. So, einmal rückwärts. Das waren 154 Kilo Müll und wir brauchen noch etwas weniger, ungefähr 30 Tonnen an Müll. Mal gucken, ob wir das heute schaffen bei der Route, jetzt hier am Dienstag, um dann Stufe 7 zu erreichen. Wir haben jetzt gerade den 25.12.2012, einen Tag nach Weihnachten sozusagen. So, wo ist denn die nächste Tonne? Hier links irgendwo auf dem Parkplatz. 40, müssen wir aufpassen. Dann hol dir mal gerade die Tonne. Das sind ja 9 Tonnen, ne? Lange Straße, 9 Tonnen, ja. Vielleicht können wir auch irgendwie noch eine Tonne von einer anderen Straße irgendwie gerade mal mitnehmen, aber gucken wir einfach mal. Die lange Straße geht ja einfach geradeaus durch. Vielleicht fahren wir danach irgendwie zu einer Route, wo Container oder sowas stehen. So, bringen sie gerade zurück und dann geht es gleich weiter. Fahren wir ein bisschen näher ran, muss nicht so weit laufen, müssen eh gleich drehen. Können wir das jetzt schon mal machen. So, steig auf. Und weiter geht's zur nächsten Mülltonne. Einmal links raus und auf der linken Straßenseite steht die nächste wieder. Ah, da steht sie. Und genau vor dem Blitzer.
Genau, er steht auf der linken Seite mit dem grünen Hintergrund. Hier steht auf der linken Seite. Und dann beginnen wir dann auch bald richtig, sage ich mal, mit unserer nächsten, die nächste Müllsorte dann einzusammeln, weil wir haben ja schon mal mit Plastikmüll angefangen und dann aber herausgefunden, dass wir das natürlich ins Recyclingzentrum bringen müssen. Und, oh, wir haben 8000 Euro, bisschen mehr als 8000 Euro für 13 Tonnen Müll bekommen. Den haben die an der 24. Straße geleert. Oh, wir brauchen nicht mehr viel. Nur noch 15 Tonnen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt bei den heutigen Touren, da genug Müll zu sammeln, um dann auf Stufe 7 aufzusteigen. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben ja schon mal eine andere Müllsorte eingesammelt außer Restmüll, nur war es so, dass wir das halt nirgendwo hinbringen konnten, weil wir dafür das Recyclingzentrum brauchen. Das ist jetzt der, ne? Genau, das Recyclingzentrum brauchen für den Plastikmüll. Und genau, und deswegen meine ich, dass wir erst jetzt nächstes Mal mit dem Biomüll, dann mit einer anderen Müllsorte neben Restmüll dann erstmal so richtig anfangen, weil wir halt den Biomüll auch schon wegbringen können. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, können wir den ja zur Verbrennungsanlage bringen. Und wir gucken dann auch mal, wie das mit der Biogasanlage ist. Die kostet ja 10.000, vielleicht kaufen wir uns die schon, vielleicht auch nicht, gucken wir mal. Und vielleicht kaufen wir uns irgendwann auch noch ein zweites Müllauto dann mal, weil wir haben dann, also neben dem Biomülllaster auch noch ein weiteres Müllauto oder erstmal mehr Routen, gucken wir mal. Auf jeden Fall geht es dann am nächsten Tag hier im Spiel, am Mittwoch dann, ne, wobei wir haben es ja am Donnerstag, ne, am Donnerstag dann los mit einer neuen Müllsorte. Da bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt unbedingt den Biomülllaster brauchen oder ob es auch mit den Müllautos funktioniert. Wobei, wenn es den Biomülllaster gibt, wahrscheinlich brauchen wir den dann unbedingt. So, rechte Plattform anheben. Hier müssen wir einmal einen Abstecher nach rechts machen. Wobei, können wir das vielleicht später irgendwie... Nee. Nee, machen wir das jetzt gleich, weil dann können wir danach einfach weiterfahren hier zu der Route. Oder machen wir schattiges Fleckchen oder schneller Straße, ist die Frage. Können wir danach direkt machen. Weil der Müll sollte noch ins Müllauto reinpassen. Das sind ja jetzt maximal 1,5 Tonnen, die wir auf der langen Straße hier einsammeln. Wir haben ja schon 5 von 9 Tonnen und noch nicht mal eine Tonne, die wir jetzt im Müllauto haben. Also eine weitere Route können wir auf jeden Fall noch fahren. So viel Müll passt hier noch rein. So, mal kurz einen Abstecher nach hier. Da wären wir. So, einmal angeholt hin und fahren wir ein Stück zurück. So. Dann bring einmal die Tonne bitte zum Müllauto. So. Und hoch damit. Genau, und ab der nächsten Stufe schalten wir dann die Biogasverbesserung frei. Wobei ich weiß noch nicht, ob wir uns die dann direkt... Wahrscheinlich, wenn wir die Biogasanlage uns kaufen, werden wir nicht sofort die Verbesserung auch noch kaufen. So, Autofahrer hier hinter uns. Wir müssen jetzt erstmal wenden, also pass mal ein bisschen auf. Fahr halt erstmal vorbei. So. Und da vorne geht's dann darüber, genau, zu der Tonne. Das ist dann Tonne Nummer 7, dann fehlen uns nach der Tonne nur noch, mit der Tonne sind es noch 3 Tonnen, die wir leeren müssen. Wobei, ist das jetzt vielleicht schon Tonne 8? Hä, welche Tonne fehlt? Welche Tonne gehört? Ist die da, die gehört doch nicht zu unserer Route dazu. Ist da noch eine, die dazu gehört? Wartet mal, wir gucken uns das mal kurz hier im Dings an. Route. Leute, ich weiß nicht, welche Tonne noch dazu gehört. Lange Straße. So. Alter, guck mal, wie wenig hier im Biomüll drin ist. Es lohnt sich gar nicht zu fahren. Die da vorne links gehört
Ganz sicher zur Königinstraße. Dann muss es da vorne eine sein. Naja, gucken wir gleich mal. Da vorne war doch von der Königinstraße. Es fehlen uns noch 2 Tonnen. Dann fahren wir nochmal zurück. Gucken, vielleicht haben wir Glück und treffen dann die richtige Tonne, die noch zur langen Straße dazugehört. So, hier ist jetzt zum Glück keine Ampel, muss man nicht ewig warten. Außer natürlich, die Ampel ist grün. Da muss man auch an der Ampel nicht warten. So, da vorne müssten wir dann mal rechts rein. Da sollte aber eigentlich... Wobei die eine Tonne da ist, glaube ich, neu, die da an der Kreuzung nach rechts steht. Die könnte zur langen Straße dazugehören. Ah ne, die ist neu. Das ist eine andere Stelle. Ich habe es verwechselt. Ach komm, dann lassen wir beide gerade mal eine Tonne holen. Die andere steht ja da um die Ecke irgendwo. Genau, ich habe es verwechselt. Ich habe es mit der Stelle da hinten verwechselt. Genau. Die gehört hier noch zur langen Straße dazu, die Tonne. Okay, alles geklärt. Alles Klärchen. Der holt gerade mal eine Tonne von der Königinstraße. Einmal raus mit dem Müll. 1,5 Tonnen werden wir wahrscheinlich haben, wenn wir hier die Route beendet haben. So, dann bringt gerade